schon Adam Smith, und damit komme ich zur Umverteilung, wusste, dass wir Menschen nicht nur Egoisten sind, sondern auch Mitgefühl, Einfühlungsvermögen, Empathie, Sinn für Fairplay haben, wie wir alle hier drin. Die Menschen akzeptieren deshalb zu große soziale Unterschiede nicht, wie sie durch Marktwirtschaft entstehen können. Und deshalb kommt ja kein Staat darum herum, durch Umverteilung stoßende Ungleichheiten zu glätten. Das ist aber stets eine Gratwanderung, weil zu wenig Umverteilung die Stabilität der Gesellschaft gefährden, zu viel Umverteilung die Leistungsbereitschaft der Gebenden und Nehmenden schwächen kann. In der Schweiz stehen 4 Umverteilungsinstrumente im Vordergrund: die Progression der Einkommensteuer, die kantonalen Vermögenssteuern, die solidarische Finanzierung der umlagefinanzierten AHV, also Alters- und Hinterbliebenenversicherung, sowie die Arbeitslosenversicherung. Der Steuerwettbewerb dämpft die kantonalen Progressionsgelüste natürlich wegen der Abwanderungsgefahr. Dafür ist aber dann die direkte Bundessteuer sehr stark progressiv. Aber während rund die Hälfte der Familien keine Bundessteuern bezahlen, bekommt das oberste 10% der Einkommensbezüger für rund 60%, das oberste Prozent allein für 35% der Erträge auf. Weil aber die Renten der AHV plafoniert sind, die Beiträge aber auf dem ganzen Einkommen erhoben werden, sind die Beiträge auf den Einkommensanteilen etwa über 85.000 Franken pro Jahr eine reine Steuer der Umverteilung. Die Vermögensteuer, die je nach Kanton zwischen 0,2 und 1% beträgt, entspricht mit rund 7 Milliarden etwa 13% der Einkommensteuern von Bund, Kantonen und Gemeinden zusammen. Sie darf also nicht unterschätzt werden. Weil sie ökonomisch aber als nicht sehr effizient gilt, haben sie alle OECD-Länder bis auf deren 4 abgeschafft. Wir in der Schweiz sehen sie indessen auch als eine Art pragmatischen Ersatz für die in der Schweiz nicht existierende Kapitalgewinnsteuer, die aber administrativ eben recht aufwendig ist. Wenn Sie alles das zusammenrechnen, ist die Schweiz für sogenannte Reiche alles andere als ein Steuerparadies. Sie tragen einen großen Anteil der Finanzierung des Staates. Ich war selber während 23 Jahren in Deutschland und in der Schweiz steuerpflichtig und ich bin in Deutschland deutlich besser gefahren. Ich muss das heute immer noch sagen. Wir wissen, dass die Ungleichheit der Einkommensverteilung überall ein großes politisches Thema geworden ist und sie nimmt in den meisten Industriestaaten seit den 80er Jahren zu. Sie haben das jetzt gerade heute und gestern in der Zeitung lesen können. Die OECD hat eine breite Studie darüber publiziert. Gemessen aber mit praktisch allen verfügbaren Messmethoden, Gini-Koeffizient, durchschnittliche Differenz der individuellen Einkommen zum Median, relative Abweichung des Medians von den Durchschnittseinkommen, Verhältnis der obersten 10, 20 zu den untersten 10 oder 20% gemessen an alledem, ist die Einkommensverteilung in der Schweiz im internationalen Vergleich recht ausgeglichen und sie hat sich vor allem in den letzten Jahrzehnten nicht signifikant verändert, trotz den ärgerlichen Ausreißern nach oben, von denen immer die Rede ist. Dabei ist die Ungleichheit bei uns der Primäreinkommen, also vor Umverteilung, schon vor Umverteilung im Vergleich zu anderen Industriestaaten recht gering, was den ökonomisch immer ineffizienten Umverteilungsbedarf reduziert. Wahrscheinlich hat auch nicht zuletzt durch unser duales Bildungssystem, das sehr anpassungsfähig ist, es immer wieder gelungen, das Angebotsprofil der Arbeitnehmer dem Nachfrageprofil der Wirtschaft besser als anderswo anzupassen, was dann eben auch zu weniger Arbeitslosigkeit und kleinen Lohnunterschieden geführt hat. Aber wie in vielen Ländern ist bei uns die gefühlte Ungleichheit wesentlich größer als die reale. Das ist wahrscheinlich, kommt wahrscheinlich auch von den Ängsten, was man hört über Digitalisierung und so weiter. Aber vielleicht ist es auch die schrille Überzeichnung des Problems durch Parteien, bei denen Umverteilung das zentrale Geschäftsmodell ist.